Hallo zusammen, heute mal ein kleines Video, wie wir das Driftbike gebaut haben. Ich habe hier mal eine Liste vorbereitet, was wir uns alles besorgt haben. Zunächst haben wir uns ein altes BMX-Bike besorgt, was 20 Euro gekostet hat. Natürlich mit Stahlrahmen, die neuen haben Alurahmen und Alu lässt sich bekanntlich nicht so gut schweißen. Dann habe ich zwei Go-Kart-Reifen besorgt, mit Aufnahme natürlich. Eine Go-Kart-Achse, 30 mm stark. Zwei Stehlager, die einen Innendurchmesser von 30 mm haben. Und eine Sitzschale von Ikea, die ich zuerst auch nicht gefunden habe. Aber ich habe euch bei Punkt 5 natürlich mal ein Foto gemacht von der Produktnummer. Also die gibt es bei Ikea. Und die ist optimal dafür geeignet, wenn man das Gestänge dran lässt, kann man das wunderbar mitarbeiten und schweißen. Als nächstes cleanen wir mal das BMX-Bike. Das heißt, wir schneiden alles ab, was wir nicht brauchen. Und dazu habe ich einen kleinen Zeitraffer gemacht. So, nachdem ihr alles, was ihr nicht braucht, abgeschnitten habt von eurem Driftrike oder von eurem BMX, eher gesagt noch, sollte das Ganze dann so aussehen, wie ihr das gerade hier seht. Der nächste Schritt ist dann, dass wir ein paar Flacheisen uns besorgen und die Flacheisen dann so positionieren, wie wir sie später anschweißen wollen. Hier sieht man jetzt die vier Flacheisen, die wir uns da geschnitten haben, mit den zwei Stehlagern. Die Stehlager gibt es übrigens bei eBay für rund 19 Euro irgendwas inklusive Versand. Als nächstes bohren wir noch insgesamt vier Löcher für die beiden Stehlager, die wir noch auf den Flacheisen anschrauben werden. Danach bauen wir noch eine Strebe für den Winkel, wo vorher die Pedale waren, dass ich das Ganze auch nicht durchbrechen kann. Im nächsten Schritt richten wir unsere Sitzschale aus, die wir schon vorher auf Vierkantrohre draufgeschweißt haben. Hierbei bitte darauf achten, dass ihr das richtig festschweißt und auch alles schön gerade ist, weil das sieht am Ende kacke aus. Nachdem wir dann alles gemacht haben, also den Sitz festgeschweißt haben, gibt es eigentlich nur noch die Reifen zu montieren und die Aufnahmen für die Reifen. Und das ist, erklärt sich ja wohl von selber. Und das war es dann eigentlich schon soweit und euer Drift-Trike ist fertig. Eine wichtige Sache habe ich noch vergessen, wir müssen natürlich noch irgendwas um die Gummireifen machen, dass wir auch wirklich keinen Grip mehr auf der Hinterachse haben und auch driften können. In unserem Fall haben wir jetzt einfach Metallrohre genommen, weil wir keine Plastikrohre auf die Schnelle gefunden haben. Also liebe Freunde, als das Plastikrohr, weil wir jetzt keine gefunden haben, haben wir uns hier jetzt auf Blech kleine Rohre geschweißt, die wir jetzt erstmal so um die Reifen machen und gucken, wie es dann funktioniert. Also wir sind am Schweißen. Hast du das Mikrofon noch angemacht oben? Das ist an. Okay, also wir sind jetzt hier am Schweißen. Ich verbessere natürlich nochmal die Schweißnähte von Christian, weil ich da so ein Profi drin bin. Klappt das eigentlich auch ganz gut. So, Leute.
fröhlich ist jetzt hier die Hauptsache, dass es nicht hält, sondern dass es einfach geil aussieht. Außer den Lochen in den Rahmen gebrannt. Derzeit? Glaube ich schon. Die war vorher auch schon da.